Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar, ich weiß noch gar nicht, mit was wir jetzt anfangen. Ihr wisst es natürlich, weil ihr den Videotitel seht. Ich habe nämlich von EKS zwei Headsets bekommen. Also erst haben sie mich angefragt wegen diesem Office-Headset. Da hast du dann halt nur eine Ohrmuschel und einen Bügel. Und danach, ein paar Tage später, kam eine Anfrage wegen dem E900 Pro. Ich habe ja das E900 schon mal vorgestellt. Ich werde euch das wahrscheinlich in die Infokarte verlinken. Davon habe ich aber leider nicht lange was gehabt. Das hat sich meine Tochter dann gemopst. Mir kam die Anfrage aber sehr gerecht momentan, ehrlich gesagt, weil das ist kompatibel mit PS4, Xbox One, Xbox Series S und Series X, Nintendo Switch und PC. Und mein G935 von Logitech und mein G933 von Logitech funktionieren nicht mit der Xbox. Egal ob mit dem USB-Teil schon gar nicht, mit dem USB-Kabel auch nicht und mit dem Adapterkabel ja, aber ich höre die anderen total echolastig, also wie als wenn die am Anfang in der Kirche irgendwo singen da hinten und ich komme gerade in den Raum rein und dann, oh, und die hören mich, als wenn ich durch die Blechdose quatsche. Deswegen kam mir das sehr liegen, weil ich brauche unbedingt ein Headset für die Xbox, was ich an Controller unten ranschließen kann. Dass, wenn ich hier auf der Couch sitze und mit Rudi, Soulflyer, Shadow, Peter, Matthias oder so mal online zocke, so abseits vom Stream, an den Tagen, wo ich nicht streame, oder einfach mal so Mittag oder so. Ich habe eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, mal eine Runde Fortnite, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen sabbeln kurz. Da brauche ich halt ein Headset, weil da will ich dann nicht immer den PC gleich anmachen müssen. Und deswegen kam mir das sehr gelegen. Aber wir werden jetzt mit dem Office-Headset anfangen. Das hat meine Tochter sich gewünscht, weil sie hat sich auf ihres raufgesetzt. Und da brauchte sie jetzt ein neues. Weil sie nimmt es gerne, wenn sie dann halt Besuch hat, eine Freundin da ist oder Freund oder was weiß ich. Und die dann zusammen irgendwie Minecraft oder irgendwas anderes spielen oder in der Party sind. Ich habe ja auch so eine Kopfhörerweiche oder so. Und da findet sie das halt angenehmer, wenn, dass man dann, der eine muss dann halt den Kopf immer beiseite machen, dass man sich selber hört. Und, oder wenn man dann halt abwechselt oder mal Musik hört oder so. Oder wenn sie hier ist und keine Ahnung. Ja, eigentlich eher, wenn sie Musik hören will, dann nebenbei auf dem Amazon, auf dem Echo. Dann findet sie das eigentlich ganz okay. Oder dass er halt hört, was hier noch passiert. Ja, und da kam mir die Anfrage ganz hier liegen und deswegen habe ich gedacht, ja, machen wir mal. Ich werde euch mal auf den Tisch richten. Na komm. Werden wir mal auspacken. Haben wir hier irgendwo Klebeband dran? Ne? Hier zu doof, wie sie. Ach, hier unten. Und so ganz schlicht und ganz einfach verpackt. Ja, wir haben praktisch einen Karton, da ist ein Headset drin. Hier ist dann halt so ein. Und wir haben eine Tasche. Da kann man das dann drin packen, dann liegt es im Schrank und staubt nicht ein. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier das Headset. Und eine sehr gute Erklärung. Ach, das ist wieder Chinesisch. Wenn das jetzt noch Deutsch ist, dann deutsche Seite. Oh, guck mal, für Blinde. Ist das nicht schön groß geschrieben? Herrlich! Herrlich! Also das liebe ich. Ich weiß nur nicht, was Seite 25 ist, weil hier keine Seitenzahl draufsteht. Es soll ab Seite 25 sein. Aber wir haben ja keine Seitenzahlen. Aber wir haben bei der ersten Seite oben ein fettes DE-Zeichen.
Da zeige ich euch mal die Erklärung von den Einstellungen, von den Tasten. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Also das sehe ich selbst ohne Brille. Das ist doch mal eine Top-Anleitung. Einmal klicken, Lautstärke plus minus. 2 Sekunden. Mhm. Stummschalten. 3 Sekunden lang drücken, ein aus. Pause. Ist das super erklärt hier. So, wir können das per Bluetooth. Nee. Ach doch, per Bluetooth oder ohne Bluetooth anschließen. Okay. Bluetooth-Kopplung. Dual-Pairing. Ui. Verbindung mit Gerät A. Bluetooth und Gerät A ausschalten. Okay, wir haben so ja eine Dual-Pairing. Können wir machen. Uiuiui. Aufladen mit USB. Zurücksetzen. Und was im Lieferumfang ist. Also, ist super erklärt. So, kommen wir zum Headset an sich. So. Wir haben halt hier einen kleinen USB zum Laden. Der braucht gar nicht länger sein. Ist ja nur zum Laden. Und es ist USB-C. Ja, unten mit Orange. Ich hoffe, kann man das sehen. Hier, USB-C ist es. Das ist schön. Das ist sehr schön. Die Neuzeit ist angekommen. Na komm. So. Ja, das könnte ein bisschen fester sein, der Stellmechanismus. Die Tasten sind gut zu drücken. Gut, so. So sieht es dann aus. Oh, hier ist. Oh, das ist nicht mal Plastik, das ist Gummi. Das ist ja geil. Der Ohrhörer ist schön gepolstert. Ja, das ist schön weich. Mikrofon geht. Ja, das sieht dann so aus. Wir haben dann halt praktisch hier 3 Knöpfe, plus, minus, An- und Ausknopf. Dann hier das Mikrofon. Hier haben wir Stummschalten vom Mikrofon. Und das Mikrofon können wir natürlich auch biegen zum Mund hin. Wir gucken mal, ob da jetzt gerade Strom drauf ist. Pairing. Also Strom ist drauf. Na, also ein paar mehr Stufen hätten schon, wären schon nicht schlecht, muss ich mal sagen. Weil das soll ja hier so beim Ohr sitzen. Und das ist bei mir schon fast am Ende. Ja. Ich zeige euch das jetzt mal so. Hoppala. Ein bisschen höher muss ich machen. So. Und wir können das halt hier bis an den Mund ran machen. Wir können es praktisch auffressen. Empfehle ich aber keinen. Immer so ein Stück weg. Ja. Und dann sitzt es dann so drauf. Es sitzt angenehm. Es wackelt nicht runter, also es fällt nicht runter. Es drückt hier auf der Seite nicht. Hier sitzt es auch angenehm. Nicht zu fest, nicht zu locker. Also finde ich so vom Tragekomfort finde ich das sehr angenehm. Wir werden das jetzt mal testen. Wir werden das jetzt einfach mal testen. Und zwar machen wir Bluetooth an. Und jetzt muss ich hier erstmal gedrückt halten. Power on, Pairing. So. Er sucht gerade Geräte, hat mein Echo gefunden. Na, ich komme, suchen wir nochmal neu.
Kriebelt hat er gefunden. Wo hat denn den hier gefunden? Achso, der ist gespeichert. Mein Huawei hat er gefunden. Ah, hier unten ist es. EKSA H1. So, wir koppeln jetzt einfach mal. Koppeln. Headset ist connected. Also ist leider eine englische Ansage, die wir da haben. Aber jo, nichtsdestotrotz würde ich sagen. So, und zwar werden wir jetzt als erstes Weg erstmal testen wegen Musik. Habe ich meine Musik? Ach, die Xiaomi-App ist so unübersichtlich. Meine Musik, ach, da unten. So. Auf der Mutti. Ah, jetzt habe ich gleich vorgemacht. Geht. Auch der Bass kommt eigentlich ganz gut rüber. Ich mache mal Nightwish an. Ja gut, da ist jetzt ein bisschen, da hört man den Bass und alles drum und dran, die ganzen Geräusche. Und weil es Mono ist, geht die Stimme so ein bisschen unter. Aber hört sich trotzdem gut an. Ist auch nur immer so Empfindungssache. Habe ich noch was anderes drauf? Jetzt mal. Jetzt gucken wir mal YouTube. Gucke ein Video von mir, dass es nicht Content gibt. Gucke ich einfach mal vom Headset rein. Oh, die ist aber sehr basslastig. Meine Stimme. Ich höre trotzdem alles gut. Ist halt Mono. So. Jetzt müssten wir mal einen Anruf testen. Testen wir mal einen Anruf. Wen nehmen wir denn da? Wir nehmen Rudi. Rudi. In der Hoffnung, dass er Zeit hat. Und dann kann ich Rudi gleich fragen, ob er mit mir das E900 Pro gleich testet. Schade, Rudi ist nicht erreichbar. Wen nehmen wir denn dann? Nicht meinen besten Freund. Dem wollte ich sowieso Bescheid sagen, damit er mich in der Xbox adden soll. Leitung besetzt. Macht denn der schon wieder? Macht er wieder Dauergespräche? Jetzt klingelt's. Moin Schwuchtel! Nee, ich hab mich nie verwählt, du Arschloch. Ich teste gerade ein Headset. Du musst jetzt herhalten. Ob du mich gut verstehst, ob es jetzt ein Unterschied ist, wenn ich jetzt normal mit dir telefoniere oder mit dem Headset.
Du verstehst mich gut. Kannst du mal mit mir reden? Das hört sich doch geil an. Ja, dann passt das doch. Ich sag's Fräuchen nachher Bescheid, wenn die heute Abend um 21 Uhr kommt. Nein, halt nicht, Mensch. Hab ich nicht. Machen wir. Ja, wirst du sehen. Ich melde mich morgen. Nein, ich meld mich morgen. Ich melde mich morgen, versprochen. Okay, bis morgen, Digga. Tschüss. Ja, schreib mir nochmal deinen Namen als Nachricht. Nicht, dass ich falsch schreibe. Gut, bis gleich. Ciao. Jetzt hat Rudi sich auch gemeldet. Telefonat hat was länger gedauert. Habt uns ein bisschen was zu erzählen. Teste gerade Headsets. Und fragen, ob du mitmachen kannst. Gleich an der Xbox. So. Also Tragekomfort ist gut, sehr gut. Martin hat gesagt, der hat mich super gehört, also als wenn ich neben ihm bin. Gibt es mehr, also ist doch toll. Ich werde das jetzt Josie geben zum Testen. Ich werde es auch ab und zu noch testen. Also macht einen guten und soliden Eindruck. Bei Musik wiederum, die ist die mir gefällt das Basslastige, ja. Also wenn so muss Rock sein, aber dadurch, dass das nur Mono ist. Wenn denn Stimmen dazukommen, dann hat man halt alles auf einem Ohr, die ganze Musik und die Stimme, also Gitarre, Bass, alles was dazugehört und die Stimme auf einem Ohr. Das macht es sehr basslastig, also die Musik, man hört die Stimme noch, geht aber teilweise ein bisschen unter, finde ich, ist mein persönliches Empfinden. Aber das ist dem zu schulden, dass es natürlich nicht auf zwei Ohren verteilt ist und wir auf zwei Ohren hören, sondern nur auf einem Ohr und das andere Ohr ja frei ist. Aber dafür ist es ja ein Office-Headset. Das soll ja so sein, dass man praktisch zum Anrufen, nicht für Musik großartig, Anrufe entgegennehmen, andere Ohr frei hat und so. Dafür ist es halt ideal. Man kann halt daran laut und leise stellen, das Mikrofon stumm schalten, an- und ausmachen, logischerweise auch. USB-C. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir hier irgendwo eine Erklärung, wie groß der Akku ist. 500 mAh Akku ist drin. Bluetooth 5.0. 20 Hertz. Also rundum, also so vom ersten Eindruck macht es einen soliden Eindruck in meinen Augen. Kann ich ja nicht momentan leider noch nicht mehr dazu sagen. Aber das werden wir dann später dann noch wissen. So, das soll es jetzt soweit dazu gewesen sein. Ich werde jetzt das E900 Pro gleich auspacken mit euch und den Test werden wir auch noch machen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.